Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wir sind heute mit Team Urbexner unterwegs, beziehungsweise mit Jörg von Team Urbexner und noch einmal zu den riesengroßen Bunker mitten in Deutschland zurückgekehrt. Und wir wollen uns heute noch ein paar technische Details anschauen, die wir letztens komplett übersehen haben oder einfach nicht begehen konnten, weil zu viel Wasser und keine Ausrüstung dafür. Bis gleich. Es war bestimmt mal dafür gedacht, dass du hier einfach durch die Gänge fährst mit dem Ding. Ich habe mich damals durch so ein Loch gequetscht. Hier. Um nicht mal hinzugehen. Mal alles durch. Ist da schon Wasser, Jörg? Ja. Also hier kannst du dich umziehen. Okay. Ja, so wie es aussieht, sind wir jetzt hier in dem Bereich, wo man hier über so eine Laufkatze entsprechendes Material hin und her bewegt hat. Hier noch mit Beleuchtung. Und hier waren irgendwelche Sachen gelagert in diesem Metallregal, aber vermutlich schwere Sachen. Ob das jetzt Geschosse sind, wahrscheinlich eher nicht. Aber das ist schon ein Teil dieser Beschussanlage. Und vermutlich war diese Öffnung hier dafür gedacht, um auch Schüsse abzugeben, dass hier vielleicht irgendeine Maschine arretiert gewesen ist. Und das sieht hier auch aus. Nee, das ist hier wie Dämmung. Ich dachte gerade, das sind Luftdruckschläuche, aber nein. Naja, schauen wir mal weiter. Jetzt müssen wir erstmal wieder diese Zuschüttung passieren. Jörg geht schon mal rüber. Weil wir suchen noch die eigentliche Beschussanlage, das ist ja ein Teil davon. So Leute, jetzt sind wir hier an der Beschussanlage, an der großen. Krass. Ach, die lagen hier mal über den Schacht wahrscheinlich. Geht auch noch ein Raum her. Das sieht ja richtig krass aus. Tja, da haben die von da hinten dann hier drauf gefeuert oder wie? Wir haben hier das Geschütz stehen, weil das ist ja dann auch hier. Auch kürzlich ist das anders, weil das ist ja eigentlich ein Übergang. Ja. Ich wollte auch sagen, ne, die werden gar nicht von hier hinten geschossen haben, einfach aufgrund von Schrapnellwirkung und alles, ne? Ja. Ja, die haben wirklich aus kürzester Distanz. Vielleicht haben die ja auch so, so Hohlladungswaffen getestet wie Panzerfaust. Ja. Weißt du, für die letzten Kriegsjahre, weil die hast du ja auch meistens aus kürzester Distanz abgefeuert. Siehst du hier diese ja. Großen, das ist ja ungefähr mit dem Durchmesser, was du mal da in Norwegen auch gezeichnet ja. hast. Die Köpfe. Ja. Das ist schon heftig, ey. Das könnte natürlich sein. Siehst du nur noch Einschüsse.
Richtig, weil das wird sich alles nur in dem Raum abgespielt haben. Weil da hier hast du überall diese Metallplatten Genau. und da draußen ist ja wieder Bunker. Das macht ja keinen Sinn, wenn einer von da hinten feuert. Das hast recht, das muss hier drin gewesen sein. Tja. Und dann. Noch diese, wofür die jetzt sind, diese Ausdinger da, waren auch für irgendwas zum Anhängen. Aber das bin ich jetzt auch nicht. Also ich kenne es nur so noch aus Dienstzeiten. Da hatte man ja hinter der eigentlichen Wand nochmal eine Holzwand und sowas gezogen, falls doch nochmal irgendwie was durchkommt, um wirklich die letzten Splitter abzufangen. Aber ob das hier sowas ist, Ja, die haben weil. ja hier mehrere so Stahlplatten hängen. Ne? Guck mal, das Ja. eine, diese dicke erstmal, dann die, dahinter nochmal was und dahinter ist die Betonwand. Ne? Ja. Und selbst die sind teilweise ein bisschen angeschossen. Ja, oder um zu testen, das Geschoss, wie viele einzelne Sachen das letztendlich durchschlagen kann. Das kann auch sein. Also durch die dicke Stahlplatte hier, dann noch hier die Holzdinger, die hat man hier auch hier oben ja eingehängt, so wie die Platten. Ja. Das ist nicht Beton gewesen. Krass. Heftig. Ja, also hat man das hier oben eingehangen. Und das sind ja irgendwie scheinbar dicke Eichenstämme hier, Ja. Eichenbalken, die. Zu schätzig. Da reingehen. Ach, hier oben hängt. Abdamm, Abgas, Ja, Abgasrohr. tatsächlich, ja. Geht er auch noch weg. Krass. Ja. Ja, jetzt sag ich dir. Übel. Geht weit, ne? Ja. Was ist ja da oben auch noch irgendwie Ist ein was? Knick oder was da? Ne, ein Knick nicht. Ah, da oben sehe ich es jetzt. Ja, da Da. ist auch wieder irgendein Rohr oder irgendein Balken oder irgendwas drauf. Ja, krass. Aber stande das dann hier, das Geschütz oder die Waffe an sich? Weiß man nicht, ne? Auf dieser Plattform. Stellen jetzt im Papier irgendwie, dass das Ding stabil gestellt werden kann, die Löcher hier. Ja, krass. Schräg schießen wäre ja sinnlos gewesen, ne? Ja. Aber vielleicht konnten sie doch schon eine gewisse Neigung machen. Und was soll ich mal zu sehen, wie das. Ach, guck mal, hier sieht man es doch, wie die Eichen waren. Ja, genau. Ja, da hat man die mal davor oder dahinter gesetzt, um einfach vielleicht noch mal zu sehen, wie viele Elemente können vielleicht durchschossen werden. Ja, und hier ist alles mit dicken Stahlplatten, die auch schon ihren Durchmesser haben. 2 cm. Ja. Hier haben sie auch Balken dran gehabt. Also dieser ganze Raum hier oben auch. Vielleicht ist das eine Art Schallschutz gewesen, das so ein bisschen. Ja, oder in den Raum hat man auch nochmal zwei riesige, ja, so Stahlplatten, um das hier wahrscheinlich dann zuzuschieben. Weil so eine richtige Stahltür oder sowas sehe ich ja jetzt hier auch nicht, um das abzuriegeln. Ja, krass. Sowas ist auch einmalig, ne? Kenne ich auch so gar nicht. Ja. Da die Riesenwickelkette, das hat sie gedreht. Ja, dann haben sie diese Stahlplatten hier, die als Tür fungieren, weggezogen. Aber weißt du, was komisch ist? Warum ist sie so ausgegangen? Ja, das habe ich mich auch schon gefragt. Gut, hier ist es ja der Gegenpol, ne? So Ach so, gesehen. okay, ja, Dann genau. passt das ja. Über Enterprise. Ja, irgendwie schon, ne? Also so eine typische Stahltür ist es nicht. Fährt dann so ineinander. Krass. Ja, also man sieht, dass das hier wirklich noch sehr verzweigt ist, das Ganze. Eine alte Schubkarre. Hier geht auch wieder ein Gang her. Hier ist auch noch mal wieder eine Belüftung. Anlage, da geht es auch noch irgendwie durch. Diverse Relais. So.
geht es auch weiter. Also das ist schon wirklich nochmal sehr lang hier. Aber wirklich damals auch nur für die Hälfte gesehen, ne? Aha. Was ist das jetzt wohl hier? Hm. Das kann durchaus sein. Und ziemlich großer Raum, aha. Das wird die Haupteinfahrt gewesen. Ja. Aha. Ja, hast recht. Und dann wurde hier jetzt noch ein Pförtner oder sowas dann gesessen haben. Hier gibt es wahrscheinlich dann auch noch eine Toilette oder sowas. Ah ne, hier war wirklich der Pförtner. Ja, das ist dann wahrscheinlich nachgenutzt. Krass. Ist praktisch wieder so ein Pendant zu dem, wo wir gerade eben waren. Schaltanlage mit Sicherung und so weiter. So wie wir das vorhin auch schon gesehen haben. Hier steht auch irgendwas mit Licht-Trafo. Okay, also gab es die Anlagen jeweils geklont nochmal auf beiden Seiten. So, egal, mal Gang. Das könnte jetzt die Stelle sein, wo wir gerade drin waren, in dem Moment, wo die Stangen näher waren. Ach so. Das könnte der Rest von da. Mhm. Das ist ja alles quadratisch angeordnet und der Gang, der führt mich auf den Gang. Das ist ganz komisch, wenn ihr diese ganzen Gang, wenn man geguckt hat im Internet. Na gut, das was da jetzt... schätze ich mal, für kleine Dönes oder so. Aber was da geziegelt ist, das ist ja auch wieder neuerer Natur. Ja. Das haben sie ja später wieder gemacht hier. Ja, aber es ist auf jeden Fall auch eine kleine Beschussanlage hier. Hier sieht man auch wieder die Eichenbalken und diese Metallplatte. Also hier kommen wir jetzt praktisch in so einen separaten Teil, der ja nicht mehr ausbetoniert ist, sondern so natürlich belassen. Ja, pass auf. Wenn wir jetzt hier, lass uns mal ruhig weitergehen. Dann, ja. Wenn links der Ausgang ist, gehen wir nochmal rechts durch das Gitter durch und dann geradeaus. Mal gucken, was da hinten noch ist. Ach stimmt, durch die Schallschutzmatten da. Ja, was ihr seht, hier ist einiges. Ja, stimmt, ja. Da wären wir auch so rumgekommen, okay. Ja, dann gehen wir nochmal zum... diesen Schallschutzmatten. Können wir uns das auch nochmal angucken. So, wir wollen jetzt nochmal hinter diese Schallschutzwände stiefeln. Ja, ihr seht das auch hier. Hier scheint schon eine irgendwie mal umgefallen zu sein. Ich werde gerade mal kurz hier ein bisschen justieren. So, also wir haben jetzt hier die Schallschutzwände. Eine ist hier schon umgefallen. Und
Hier sind die noch drin. Ja, und ihr hört das jetzt auch. Meine Stimme ist total gedämpft. Also ganz merkwürdig. Ich komme hier nicht durch. Ich muss den Rucksack abnehmen. So. So. Dann sind wir auch schon durch. Hier ist noch so eine Schallschutzwand, Matte, die umgefallen ist. Oh, und hier hört man auf einmal extrem Straßenverkehr, ne? Eieieiei. Oh, alter Schwede. Krass. Also das ist mal ein extremes Lüftungsrohr. Ist ja Wahnsinn. Es hat locker 1,50, wenn nicht mehr, Durchmesser. Wo ist Jörg? Hier reingekrabbelt? So. Ich muss noch echt sehr viel den Rucksack wieder ablegen. Gehen wir mal hier durch. Hier ist irgendwie so viel Sand, wie so eine Sandgrube. Und hier liegen eine Menge Eichenbalken, die man wahrscheinlich dann auch für die Beschussanlage verwendet hat. Hier gelagert. Sind hier schon ein bisschen am Schimmeln. Ja, und da ist jetzt wieder ein zugemauerter bzw. abgesicherter Bereich. Wir sind jetzt hier gerade in so einem kleinen Geheimgang. Hier, warte. Ich nehme den Rucksack hier. Zip. Gehen jetzt hier durch. Wurde mal hier irgendwie zusätzlich zugemauert. Und jetzt sind wir in diesem Bereich hier. Hier geht's weiter. So, ihr versucht hier einmal durch das zweite Schlupfloch. Das ist schon ziemlich kritisch. Ihr müsst jetzt alles ablegen und sich jetzt irgendwie nach vorne fallen lassen. Das sieht so komisch aus. Ich habe alles drauf, Jörg. Ich habe alles drauf. Reicht für einen Short. Scheiße. Wie viel Platz habe ich da oben noch? So 30 cm. Musst du noch, ja. Ja, jetzt hast du es gleich. Hier ist mein Stiefel schon. Kannst dich abstützen? Ja. Ja. Komm. Ja. Art Yoga kann man das auch. So. Aus. Oh, jetzt haben wir den armen Jörg jetzt hier durchgeballert. Nochmal großen Respekt an Jörg. Er ist nämlich jetzt hier durch, nur um festzustellen, dass da vorne dieser schräge Gang nach hinten vielleicht gerade mal 4 Meter geht. Ja, das war jetzt natürlich richtig bescheiden, aber ich glaube, Jörg, uns hätte es dann mehr beschäftigt, wenn wir da nicht durchgegangen wären, oder? Ja, uns allen. Egal, was es kostet, ja, außer das Leben. Eben, richtig, das wollen wir nicht riskieren. So, jetzt müssen wir erstmal hier aus dem Bereich rauskrabbeln. Niedrigste Gangart.